Leute, wir sind jetzt hier vom Zimmer von Annette Zischka, Physiotherapeutin, und wir schauen mal, ob jemand zu Besuch ist. Hallo. Annette, alles gut? Ja. Ja, Annette, gibt es denn gewisse Wunschmuskelgruppen, die du besonders häufig massieren musst, oder ist es bei jedem individuell? Das ist schon bei jedem individuell, aber viel Rücken und viel Beine. Wahrscheinlich, wie oft bist du bei so Turnieren dabei und bist du auch bei der Jugend dabei? Und genau, wie viele Turniere hast du so im Jahr? Also jetzt durch dieses WTT habe ich nicht so viele Turniere, da weiß man ja auch nie so genau, wann die sind. Aber sonst EM, WM. Und Jugend-EM war ich dabei. Bist du besonders viel im Tischtennis unterwegs oder gibt es da auch andere Sportarten, wo du noch mitfährst? Hauptsächlich beim Tischtennis. Ich war schon bei anderen Sportarten dabei, aber in letzter Zeit nur noch beim Tischtennis. Sehr cool, so wollen wir das hören. Ja, und Benne, wie geht's dir gerade? Fühlt es sich gut an? Macht Annette das gut? Ja, ist perfekt so. Ist genau richtig. Lässt du dich besonders häufig an der Schulter massieren oder gibt es andere Muskelgruppen, die eher... Vorteil. Scheiße. Na, meistens eher Schulterrücken, aber zurzeit habe ich Probleme am Nacken. Der ist ziemlich steif im Moment. Und deswegen muss ich am Ende da richtig reinkneten, damit das besser wird. Hast du denn irgendwie, was hast du denn alles so dabei? Also von Tape über Creme über. Gibt es irgendwas Besonderes? Besonderes würde ich sagen, nee. Massagecreme, Kinesio-Tape, ein paar Salben, wenn man einen Salbenverband machen muss, Pflaster. Was ist das häufigste, was du verwendest? Außer meine Hände. Stimmt. Also, ich würde sagen, am häufigsten benutze ich schon Massagecreme, aber sonst. Bekommt jeder, der vorbeikommt, hier auch eine kleine Süßigkeit? Ist das so ein bisschen so ein versteckter, geheimer Ort, wo die Sportler auch mal zugreifen können? Das dürfen sie, wenn sie das wollen. Aber das macht auch nicht jeder. Ja, Annette, hast du da noch einen Tipp für mich, was meine Schwachstellen sind? Ja, denn deine körperliche Schwachstelle ist leider dein Knie gerade. Deine andere Schwachstelle ist leider beim Kniefeln. Die Würfelaugen zusammenzählen ist nicht so ganz so wie das Stärke. Dazu muss ich aber auch sagen, dass Annette wirklich, wirklich ein Kniffelprofi ist und sehr, sehr viele Abende auf Turnieren kniffelt und ich wirklich absolut ein Kniffelamateur bin und Anfänger. Und ja, ich glaube, ich wirklich das erste Mal mit Annette und Lara bei der Jugend-WM in Thailand Kniffel gespielt habe. Mit 18 Jahren. Ich glaube, dafür habe ich es gar nicht so schlecht gemacht und wenn ich mich recht erinnere, war ich auch nicht Letzter. Deswegen, ich glaube, da kann sie mal ein Auge zudrücken. Ja, Benne, du liegst hier so entspannt. Fühlst du dich denn gut vorbereitet nach der Physio für morgen? Ja, das immer. Ich bin immer bei Annette, weil ich meine Probleme habe am Nacken. Und fühlt sich schon am nächsten Tag richtig gut an. Und da habe ich auch ja, ein gutes Gefühl, dass ich morgen sehr gut spielen kann. Ja, vor dir liegt ja auch ein harter Tag. Deswegen erstmal Dankeschön fürs, dass wir vorbeigucken durften. Und alles Gute für morgen. Danke. Bitte.